Bring mir einen Drink. Zerrüttet, nicht verschnürt. Es passiert nichts. Na, wie läuft's? Der Gig war ein Riesenerfolg. Ich bin echt aufgeheizt, wenn du verstehst. Ich verstehe sehr gut. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Da hast du recht. Ich mache mich schon mal in den VIP-Bereich. Wie komme ich denn da rein? Da kommt man nur mit dem Ticket rein. Wo bekomme ich denn so ein Ticket? Hey, ich bin Larry. Wer bist du? Anu. Nanu? Anu Singh. Was für ein Ding? Treffen sich zwei Leute in einem Nachtclub ohne Timberdate, sagt der eine... Lass mich in Ruhe. Nein, er sagt, was macht ein... Nein, ich meine, lass mich in Ruhe. Ach so. Hell's Porn? So wie es hier riecht, ist das eher Smells Porn. Ich wäre normalerweise auch nicht hier. Geh bitte zur Seite. Ich muss den Eingang zum VIP-Bereich im Auge behalten. Da kommt man nur mit einem VIP-Ticket rein. Ich kann dir auch einfach Bescheid sagen, wenn ich reingehe. Du interessierst mich nicht. Aber BJ ist hier oft unterwegs. Warum interessierst du dich für den? Ich habe schon zu viel gesagt. Geh bitte. Geh bitte zur Seite. Hallo, Becky. Du schon wieder. Na, Lance, wie läuft's? Gehen wir jetzt in den VIP-Bereich, Lance. Ich brauche unbedingt neues, schockierendes Material für meine Instagram-Stories, fürs User-Engagement. Chill mal, Becky. Ich will die Leute hier noch etwas beobachten. Ich treffe mich hier mit Dick. Was? Mit Dick? Er ist jetzt mit dir zusammen? Was interessiert dich das? Jetzt lass uns lieber in den VIP-Bereich gehen. Der komische Typ da guckt mich schon wieder an, als wollte er mich erneut vergiften. Also nochmal von vorne. Was genau treibst du mit Dick? Wir wollen beide im Darkroom einen drauf machen. Oh. Hey, was interessiert dich dieser Kerl denn so? Du bist schließlich mit mir auf einem Date. Und kannst du noch mal die Muskeln so flexen? In dem Licht kommt mein Contouring gerade mega gut. Und wenn du dann im Hintergrund... Becky, es reicht! Ich bin nicht mit dir auf ein Date gegangen, um deine menschliche Handtasche zu sein. Sondern damit Dick denkt, es geht mir gut. OMG! Ich komm nicht klar, ey. Dann suche ich mir eben einen anderen sexy, komplizierten Typ mit Problemen. Die Stadt ist schließlich voll davon. Das blöde Ticket für den VIP-Raum brauche ich jetzt auch nicht mehr. Tut mir leid, wenn ich dir das Date versaut habe. Ach, die interessiert mich gar nicht. Moment mal, jetzt ist mir alles klar. Bobby Ewings Tod war nur ein Traum. Wer? Du warst Dicks alte Flamme. Du Schnellmerker. Wir waren nicht lange zusammen und ich dachte, eigentlich wäre das nur ein Ausrutscher gewesen. Dick hat mich angebaggert. Er glaubt, ich wäre auch schwul und ich bin mit ihm im Darkroom verabredet. Du Glückspilz. Naja, immerhin bin ich auch noch mit Lemma und Aaron verabredet. Ich werde mich an die Dinge herantasten müssen. Ausgerechnet im Darkroom. Besten Dank, Becky. Gestatten, Larry Leffer, VIP. Larry, du hast den Auftritt von Aaron verpasst. Die ist ein Fähiger, was? Rock die Stange, wie ich das Mikro. Die würde ich gern kennenlernen. Aaron kenne ich nicht. Ich habe nur Augen für dich. Sei nicht so, Larry. Ich meine... Wenn Aaron und ich uns gut verstehen, könntest du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Moment, du meinst... Ich hätte Lust auf
einen Dreier. Wenn du jetzt fragst, ob du einer der drei sein sollst, ist die Antwort nein. Oh, ich bin dabei. Wer weiß, Larry, vielleicht wird das mit Erin und mir die beste Nacht deines Lebens. Oh. Meine Hände müssen nicht geschmiert werden. Zumindest noch nicht. Hm? Hier wird wohl sehr viel Gleitgel gebraucht. Hey, Erin. Wie war dein Auftritt? Unglaublich gut. Alle waren völlig begeistert. Das lag sicher an deiner Show. Meinst du? Ich hatte eher das Gefühl, dass sie von der Lyrik fasziniert waren. Bei so tiefgründigen, mittelalterlichen Texten können doch meine Brüste nicht mithalten. Oh, die sind schon ganz okay. Treffen wir uns nachher im Darkroom? Ich weiß nicht. Ich kenne hier doch kaum jemanden. Ach, ich stell dir schon irgendwen vor. Ich würde schon gern wissen, mit wem ich da zu tun habe. Hier ist immerhin keine Webcam zwischen mir und den Leuten. Wen ich gern näher kennenlernen würde, ist Lemma. Ich bin begeistert, wie die abgeht. So eine Selbstsicherheit, so eine tolle Art, sich zu bewegen. Vielleicht kann ich da was arrangieren. Wenn du magst, mache ich dich mit Lemma bekannt. Oh, das wäre der Hammer. Die will ich unbedingt näher kennenlernen. Gern noch etwas intensiver. Warte. Ich stelle euch vor. Machst du schon lange Musik? Ich habe mir damals die Gitarre meines Vaters geschnappt und einfach losgelegt. Für mich gibt es nichts Besseres als schreiende Gitarren. Wohnst du schon lange in New Lost Wages, Erin? Nein, noch nicht so lange. Bisher kenne ich hier kaum Leute. Das können wir ja ändern. Die beiden plaudern so angeregt, dass ich mich besser nicht einmische. Das wäre toll. Die Stadt kann einen ziemlich erschlagen, wenn man herkommt. Du kennst inzwischen vermutlich die besten Ecken. Davon kannst du ausgehen. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen, Lemma. Freut mich auch, Erin. Ich finde, wir beide könnten uns weiter im Darkroom vergnügen. Komm dann einfach nach, Larry. Hallo? Larry. Larry? Larry. Larry? Ich werde mich schon zurechtfinden. Das fühlt sich feucht, ganz schön feucht an. Schmeckt nach Eisen. Na, da geht's ganz schön tief rein. Hallo? Larry. Hier drüben, mein Süßer. Ich hab schon alles vorbereitet. Langsam wird's mir hier drinnen echt zu haarig. Uah, da ist ja ein totes Tier. Ah, es lebt doch noch. So ein Glück. Uah, es hat mir in meinen kleinen Admiral gebissen. So ein Unglück. Oh, die Bissstelle ist angeschwollen. So ein Glück. Warum schäumt mein Mund so? Langsam wird's mir hier drinnen echt zu haarig. Schön weich. Oh, die Bissen. Da geht's zur Sache. Das macht Spaß. Larry! Huch, falsch verbunden. Auf Wiederhören. Das fühlt sich benutzt an. Ich würde die Menge meiner Geschlechtskrankheiten gerne überschaubar halten. Das fühlt sich benutzt an. Es scheint mit einer zähen Flüssigkeit gefüllt zu sein. Ich würde die Menge meiner... Da geht's zur Sache.
Das macht Spaß. Larry! Huch, falsch verbunden. Auf Wiederhören. Fühlt sich wie ein Fisch an. Wie lange der hier wohl schon liegt? Vermisst jemand seinen Fisch? Larry! Lass die Spielchen. Ich bin bereit für dich. Das klingt wie eine Friteuse, aber wer würde so etwas schon in einen Darkroom stellen? Uah! Wer stellt sowas in einen Darkroom? Larry? Ich will dich, Larry. Besorg's mir, Larry. Dick, bist du das etwa? Ich weiß nicht, ob das wirklich mein Ding ist. Na, gefällt dir das? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Du kleiner Freak. Ich weiß nicht, was ich da tue. Okay, aber ich will auch mal das große Löffelchen sein. Polizei! Alle Hände und Genitalien dahin, wo wir sie sehen können! Wir suchen einen Larry Lovitch. Ah nein, Leffer! Larry Leffer! Sie sind verhaftet! Okay, bringen wir es hinter uns. Name? Larry. Larry Leffer. Wie ist dein Name, Süße? Anu Singh. Ich bin deine Pflichtverteidigerin. Später schon was vor? Ja. Pflicht? Du solltest es als eine Ehre ansehen, mich verteidigen zu dürfen. Du kannst gern deinen eigenen Anwalt anrufen, wenn du einen hast. Das dachte ich mir. Was wird mir eigentlich vorgeworfen? Eine ganze Latte. Sexuelle Belästigung eines Gargoyle. Wir waren noch nicht mal fertig miteinander. Vergiften einer Internetpersönlichkeit. Hexenjagd! Beschädigung eines Glücksspielautomaten unter Zuhilfenahme eines illegalen Nagetiers. Da fehlt der Teil mit dem Käsekondom. Beleidigung einer älteren Dame. Die hat mir sogar einen Dildo geschenkt. Illegales Plakatieren. Unser Dorf soll schöner werden. Ausübung einer Tätigkeit als Privatdetektiv ohne Lizenz. Ich habe halt nur die Lizenz zum Flirten, Baby. Vortäuschung einer Qualifikation als Internettechniker. Mode kommt von Modem. Erzeugen eines Risses im Raum-Zeit-Kontinuum durch Ignorieren des Kanons der Vorgänger. Das nennt man ein Reboot, Baby. Das dürfte ja wohl für den Moment reichen. Kann ich jetzt gehen? Ich warte auf meine Ablösung. Die kann sich um deinen Fall kümmern. Gerade habe ich wirklich wichtigere Dinge zu tun. Sollte jemand die unverschämt hohe Kaution hinterlegen, darfst du natürlich gehen. Aber bis dahin verhältst du dich besser still. Hey, Knastbruder, Schwester. Hallo, schöne Frau. Na, Süßer, ich liebe dein Outfit. Endlich jemand, der Ahnung von Mode für Männer hat. Du hast ja keine Ahnung, Schätzchen. Wo ist mein ganzer Kram? Da kommst du nicht ran, Schätzchen. Die liegen alle in der Asservatenkammer. Aber dein Pifon liegt da noch auf dem Safe. Das müssen sie noch bearbeiten. Da muss man doch irgendwie rankommen. Wenn du mit den Händen so geschickt bist, wärst du ein heißer Kandidat für meine überfällige Leibesvisitation.
Du scheinst dich da ja ganz schön drauf zu freuen. Ich mag es einfach, von starken Männerhänden überall angefasst zu werden. Außerdem habe ich noch eine Überraschung in mir versteckt. Ich musste ja fragen. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Mir fällt bestimmt etwas ein. Aber sieht das etwa so aus, als würde ich heraus wollen? Aber wenn ich dir zu deiner Untersuchung verhelfe, hilfst du mir bei der Flucht? Halleluja! Das ist Musik in meinen Ohren. Warum wollen die dich nicht untersuchen? Genau das frage ich mich auch. Die letzte Leibesvisitation ist schon wieder 3 Tage her. Moment. Lässt du dich absichtlich einsperren? Eine Drag Queen tut, was eine Drag Queen tun muss. Drag Queen? So wie in der Cocky Horror Picture Show? Na, Lust auf einen Time Warp? Nicht schon wieder! Ruhe da drinnen, sonst komme ich raus! Da hast du deine Antwort. Wir müssen etwas finden, was laut genug ist, um ihn zu nerven. Hey, ich habe alles mit viel Hingabe dekoriert. Keine Sorge, ich leihe mir das nur kurz aus. Nicht anfassen! Sie ist heilig. Man huldigt ihr nur. Werbung für eine Sängerin oder Wimperntusche? Man weiß es nicht. Da führt es nach draußen, dass ich einmal die Welt durch Gitterstäbe sehen würde. Irgendwer hat vor dem Polizeirevier eine Trillerpfeife verloren. Mal sehen, ob das laut genug ist. Hey, was soll der Krach? Ich war's nicht. Ich habe die Instagram-Story auch gesehen. Ich wollte nur sicher gehen. Ich will noch mal mit meiner Anwältin sprechen. Die hat wichtigere Dinge zu erledigen. Ich auch. Och, nichts. Hey, Knastbruder. Schwester. Ich bin wirklich unschuldig. Wirklich? Wie langweilig. Stehst du etwa auf böse Jungs? Nicht nur auf die, auch auf die bösen Mädchen. Was hast du verbrochen? Hallo, ich warte auf meine Leibesvisitation. Warum so laut? Weil dieser heiße Arsch in Uniform schwerhörig ist. Weißt du, dass das der bestaussehendste Mann in der ganzen Stadt ist? Kann noch eine ganze Weile dauern. Mach es dir unterdessen bei mir bequem. Du hast das eingerichtet? Sieht irgendwie tuckig aus. Scheint, als wäre nicht nur dein Modegeschmack veraltet, Süßer. Inzwischen sind Menschen wie du und ich doch total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Moment. Denkst du vielleicht, ich wäre... Kleiner, keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei Bruder Tuck so sicher wie die Jungfräulichkeit von Maria in einem Stall voller Engel. Ich bin nicht schwul! Natürlich nicht. Und ich habe meinen Schwanz auf gar keinen Fall hinten hochgeklebt. Du hast einen Penis? Das fragt man doch keine Lady. Ich bin schwer verwirrt. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Mir fällt bestimmt etwas ein. Aber sieht das etwa so aus, als würde ich heraus wollen? Aber wenn ich dir zu deiner Untersuchung verhelfe, hilfst du mir bei der Flucht? Halleluja! Das ist Musik in meinen Ohren. Warum wollen die dich nicht untersuchen? Genau das frage ich mich auch. Die letzte Leibesvisitation ist schon wieder 3 Tage her. Moment. Lässt du dich absichtlich einsperren? Eine Drag Queen tut, was eine Drag Queen tun muss. Drag Queen? So wie in der Cocky Horror Picture Show? Na. Lust auf einen Time Warp? Nicht schon wieder! Ruhe da drinnen, sonst komme ich raus! Da hast du deine Antwort. Wir müssen etwas finden, was laut genug ist, um ihn zu nerven.
Ich würde rankommen, aber ich habe keinen Stempel. Mal sehen, ob das laut genug ist. Hey, was soll der Krach? Meine Zellennachbarin besteht auf einer Leibesvisitation. Genau, ich warte schon die ganze Zeit. Was? Du bist schon wieder hier? Wie? Das mache ich nicht mehr. Von mir aus könnt ihr beiden euch selbst darum kümmern. Och, nichts. Hey, Knastbruder, Schwester. Dann durchsuche ich dich halt. Gib dir etwas mehr Mühe, Schätzchen. Sie haben das Recht zu schweigen und, warum liegt denn hier Stroh rum? Ich hatte schon schlimmere Dates. Officer, ist das Ihr Prügel oder freuen Sie sich, mich zu sehen? Wie macht man das denn auf? Vorsicht, das ist nur mit der Heißklebepistole fixiert. Das ist aber groß. Ach, Sie schuft. Ich bin Jungfrau. Hey, ich auch. Also vom Sternzeichen her. Ach, Sie haben aber kalte Hände. Ach, und so feucht und... Oh. Was ist das denn? Hups, wie ist das denn da reingeraten? Okay, ich muss mir jetzt erstmal die Hände waschen. Ich brauche jetzt eine Pause. Und ich wünschte, ich könnte das alles schnell vergessen. Eine Gurke mit Saugnapf. Hallo, Pi. Wie kann ich dir weiterhelfen, Larry? Na, hast du mich vermisst? Oh. Ich muss hier irgendwie raus. Ich bin unschuldig. Ich rufe deinen Notfallkontakt an, Richard Ryder. Warum ist Dick mein Notfallkontakt? Hat er sich etwa selbst eingetragen, als er... Naja, auch egal. Hol mich hier nur raus, egal wie. Hallo? Ich bin im Gefängnis. Larry, haben sie dich erwischt? Ich stecke hier in einer Zelle und niemand hilft mir. Larry, es tut mir wirklich leid, dass ich dich so versetzt habe. Du hast was gut bei mir. Ich hol dich raus. Larry, bevor du etwas sagst, möchte ich mich entschuldigen. Weswegen? Ich war mit dir auf einem Date im Hell's Pawn und ich habe mich wirklich darauf gefreut. Und ich habe gedacht, ich wäre über Lance hinweg, aber dann, im Darkroom... Dick... Ich stehe gar nicht auf Männer. Moment. Du bist eine Hete? Warum haben wir dann bei Timber gematcht? Ich bin mir sicher, dass auf deinem Profil steht, dass du bisexuell bist. Diese Prune-Typen meinten, das käme gut bei Frauen an. Oh Mann, Larry. Ich mag dich. Dann sind wir ab jetzt eben Freunde. Ohne Benefits. Ich schulde dir, glaube ich, noch ein Bild. Ich schicke es dir rüber. Ich bin sicher, es wird dir helfen, die richtige zu finden. Danke. Ich aktiviere es gleich mal. Ach, Larry, da wäre noch was, was Lance angeht. Ich habe eingesehen, dass er einfach der Richtige für mich ist. Schluss mit dem Dating-Wahnsinn. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Seit dem Vorfall redet er nicht mehr mit mir und hat mich überall geblockt. Kannst du vielleicht mit ihm sprechen? Lance ist wie Wachs in meinen Händen. Ich mach's. Unter einer Bedingung. Du musst mir die Höchstpunktzahl bei Timber geben. Die brauche ich nämlich für meine große Liebe. Faith. Das hätte ich sowieso getan. Aber klar, abgemacht. Lance sieht ein Problem darin, sich öffentlich zu uns und seiner Sexualität zu bekennen. Er denkt, es hätte Nachteile für ihn. Wenn er doch bloß nicht so viel darauf geben würde, was andere von ihm denken. Ich würde mich so gern mit ihm versöhnen. Wie kannst du denn so offen damit umgehen? Für mich war das nie ein Problem. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mich der weibliche Körper nicht anzieht. Der männliche aber dafür umso mehr. Außerdem haben mir Ikonen wie Lady Gag oder Freddy Quicksilver geholfen, damit offener umzugehen. Aha, also muss ich Lance einfach zeigen, dass er nicht auf Frauenkörper steht, sondern auf Penisse. Und ich muss ihn dazu bringen, an diese schwulen Ikonen zu glauben. Was? Das habe ich eigentlich nicht gemeint.
Es ist ja nicht so, dass man einfach... Kein Problem. Ist schon so gut wie erledigt. Ich bin nicht nur ein guter Liebhaber, sondern auch ein exzellenter Verkuppler. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Eben noch im Knast, jetzt wieder im Geschäft. Larry Leffer ist zurück, Ladies. Bald sind wir zusammen, Faith. Huch, der Polizist hat mir zwar meine Sachen wiedergegeben, aber es fehlt einiges. Und irgendwie sind auch Sachen dabei, die mir nicht gehören. Damit erhält man Zugang zum VIP-Bereich von Hell's Pawn. Eine Mitgliedskarte für das Fitnessstudio hat mir der Polizist wohl versehentlich mit meinen anderen Sachen gegeben. Larry, was du in dem Club angerichtet hast? Hinter dir, eine dreibusige Sexpuppe. Vielen Dank. Was? Du hast uns zwei riesengroße Gefallen getan. Aaron wird richtig groß rauskommen. Und wir mit ihr. Ich sehe für sie schon einen Stern am Walk of Pain. Und dieser Gangbang im Darkroom. Verrückter wird es nicht. Und verrückt ist gut. Die Leute rennen uns die Bude ein, seitdem jeder in der Stadt gesehen hat, was du mit dem Gargoyle gemacht hast. Toll. Jedenfalls soll ich dir im Namen der Geschäftsleitung diese kleine Anerkennung überreichen. Ein Gutschein? Danke. Warte mal. Ist der auf Haut geschrieben? Darüber kann ich leider keine Angaben machen. War die Polizei noch mal hier? Das war sie. Hat den ganzen Laden auf den Kopf gestellt und alle durchleuchtet. Immerhin haben sie nur dich eingebuchtet. Ja, darüber bin ich auch sehr erleichtert. Wie läuft's im Club? War ein einziges Chaos durch die Polizei. Die Gleitmittelfontäne funktioniert nicht mehr. Ist irgendwie verstopft. Du hast nicht zufällig Erfahrung mit sowas? Verstopfte Löcher bekomme ich immer frei. Vielleicht kannst du hier ja auch was ausrichten. Bleib wachsam. Ein Gutschein von Hell's Pawn. Scheint, als wäre er auf Haut gedruckt. Auf einmal habe ich eine Flasche Champagner in meiner Tasche. Gruselig, aber auch praktisch. Was zum... Ein abgetrennter Arm? Ah, es ist nur eine Gummifaust. Irgendwie kommt die mir sehr bekannt vor. Hey, die ist ja kaputt. Ein Loch gestopft. Fehlen noch zwei. Das lässt sich nicht kombinieren. Ich komme nicht ran. Und selbst wenn, würde ich den BH nie aufbekommen. Die Dinger sind so unnötig kompliziert. Ich durchsuche das Internet nach BH öffnen, komme nicht dran. Ich habe ein Tutorial-Video gefunden. BH-Telekinese für Dummies. Möchtest du es dir ansehen? Klar. Aha, so geht das also. Und dann nur noch... Okay, ich glaube, ich hab's. Schaut zu und lernt. Ah, es hat funktioniert. Diese Fähigkeit wird mir noch gute Dienste leisten. Den habe ich mir verdient. Damit könnte ich es frei bekommen.
Jetzt sprudelt es wieder. Der ist ganz glitschig. Meine Hände müssen nicht geschmiert werden. Zumindest noch nicht. Du hast neue Matches auf Timber, Larry. Hey, Larry. Erin ist ausgezogen. Sie hat dir aber oben ein Paket hinterlassen. Vielleicht schaust du bei Gelegenheit mal nach. Das muss das Paket sein, von dem Lefty geredet hat. Mal schauen. Hier ist ein Brief von Erin. Lieber Larry, danke für alles. Durch deine Hilfe konnte ich meine Karriere richtig durchstarten. Meine Eltern werden stolz auf mich sein. Anbei findest du ein neues Produkt, das mir nachempfunden wurde. Ich hoffe, du hast Spaß damit. PS, kümmere dich bitte um meinen Erdbeerbusch. In Liebe, deine Erin. Das Ding sieht eher aus wie ein Stempel. Und die Öffnung erinnert mich an irgendwas. Der könnte tatsächlich etwas getrimmt werden. Was ist das? Ein Stromkasten? Sieht aus wie ein Batteriefach, aber viel größer.